Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu Guild, Leute, einem Horrorspiel, wo es um Mobbing geht, meine lieben Leute. Ein Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt. Ich finde Aufarbeitung in diese Richtung sehr, sehr wichtig und ich finde es sehr, sehr gut, dass es Spiele gibt, die diesen Schrecken auch aufzeigen. Ich habe dieses Spiel vorhin schon angefangen, ich musste die Aufnahme aber leider Gottes abbrechen, weil ich gemerkt habe, dass die ganze Aufnahme durchgehend gehuckelt hat, weil ich irgendwie falsch was eingestellt habe. Ja, jetzt habe ich alles richtig eingestellt, jetzt sollte auch OBS in den Genuss kommen, dieses Spiel flüssig abzuspielen. Und wir gehen mal drauf, Leute. Ich weiß halt jetzt bis zu einem gewissen Punkt schon, was ich machen muss. Über einen Monat her ist. Aber jo. So, aber das sieht, glaube ich, jetzt hier schon mal gut aus. Ja, alles klar, jetzt funktioniert es flüssig. Alright, Leute, also in dem Spiel geht es um Mobbing. Emily Kaufmann, unsere Cousine, ist vermisst seit einem Monat und wir suchen sie, Leute. Und das Ganze hat, wie gesagt, mit Mobbing zu tun. Wir werden da auch gleich drauf kommen. Das werdet ihr auch gleich sehen, was da passiert. Furchtbar. Wirklich sehr, sehr, sehr furchtbar, das Ganze. Emily verschwand eines Tages. Keiner weiß, warum. Aufruf auch an euch, Leute. Falls sich jemand jetzt hier in diesem Spiel wiedererkennt, falls jemand von diesem Game extrem getriggert wird oder falls jemand Hilfe braucht, Leute, dann sucht euch diese Hilfe bitte. Es gibt einige Stellen, an die ihr euch hinwenden könnt. Wenn ihr in der Schule seid, sprecht mit euren Vertrauenslehrern, sprecht mit euren Eltern, ganz wichtig. Sprecht mit den Leuten. Das bedeutet nicht, dass man sofort eine Aktion machen muss, weil manchmal wird es dann auch schlimmer. Ich kann da leider aus Erfahrung reden. Aber redet mit Menschen, Leute. Fresst das nicht in euch rein. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch mir ganz wichtig, euch mitzugeben. Denn wenn wir schon so ein hochsensibles Thema hier angehen... Die meisten verloren schon nach ein paar Wochen die Hoffnung. Und sie hörten auf zu suchen. Ja, das ist halt oft so, ne, dass man dann aufhört zu suchen, so nach ein paar Wochen oder Monaten. Nicht gut. Was wollte ich sagen? Genau, wenn wir schon so ein hochsensibles Thema hier bespielen, ja, und wenn wir uns damit schon auseinandersetzen, finde ich, ist es auch gut, wenn man das Spiel nicht nur spielt, sondern wenn man auch hergeht und ein paar Worte darüber verliert, Leute. Und deswegen, es sei euch gesagt, ihr seid nicht alleine, auch wenn ihr denkt, dass ihr alleine seid, ja. Das gilt für, auch wenn ihr Angehörige habt, ja, die davon betroffen sind. Lasst sie spüren, dass sie nicht alleine sind. Das ist ganz, ganz wichtig, Freunde. Doch ich gebe nicht auf. Ich muss sie finden. Mobbing. Ich muss. Hat sehr viele Schichten. Zum Beispiel diese. Was hast du hier getan? Oh, Junge. Warum? Ich verstehe nicht, warum das sein muss, ne? Kinder können so grausam sein. Sobald man irgendwie ein Handicap hat, ein bisschen introvertiert ist oder sonstiges. Mein Rad ist kaputt. Was mache ich jetzt? Und dann geht es ja daran, ja, sie hätte sich jetzt auch verletzen können. Das Rad ist kaputt gegangen. Zum Glück nur das Rad. Ja, sie hat sich aber ein bisschen verletzt. Ihr seht das schon. Und Mobbing nimmt verschiedene Formen an, ja. Psychische, verbale Formen, aber auch körperliche Formen. Schlimm ist, wenn es dann beides ist. Ist alles nicht so schön. So, Inhalator. Erstmal hier rein inhalieren. Und ja, das ist halt auch wieder, ne. Total liebes Mädchen, guckt sie euch an, ja. Total lieb hier, total unschuldig. Und genau das ist ja eben auch das Problem, ja. Mädchen wie Jungen gleichermaßen betroffen. Ich weiß gar nicht von der Statistik her, was schlimmer ist. Oder, also, was mehr vertreten ist, ob Mädchen oder Junge. Ja, schön, ich trete in deine Eier, wenn ich dich sehe. Ja, so schaut's aus. Mann, 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 Junge. Komm du nur her hier. Komm du nur her. Ja, will ich auch gar nicht. So sollte ich nach Hause kommen können. Ja, so sollten wir nach Hause kommen. In der Nähe. Hoffentlich ist sie noch offen. Also Leute, wie gesagt, ne, wenn ihr Hilfe braucht oder wenn ihr jemanden kennt, dann lasst denjenigen spüren, dass ihr nicht alleine seid, dass er nicht alleine ist und denkt euch auch immer selbst, dass ihr nicht alleine seid. Ihr werdet immer jemanden zum Reden finden, Leute. Und ansonsten schreibt hier in die Kommentare. Oder auf dem Channel oder so. Das soll auch ein Safe Spot sein hier. So. Aber jetzt gucken wir mal, was wir hier so haben. Ich kann schon mal so viel verraten, dass das Spiel sehr, sehr gut ist. Also visuell sehr stark auf jeden Fall. Vom Soundtrack her und von der Synchronisation sehr wild. Und auch grafisch. Also wie gesagt, visuell sehr, sehr stark. So, ich weiß jetzt schon, wo ich hin muss. Ich weiß auch schon, wo ich jetzt eben hier Sachen finden kann. Also wird das jetzt hier ein klein wenig schneller durchgehen. Bis zu dem Punkt, bis zu dem ich es gespielt habe. So.
Okay, ich sehe aber gerade, dass es jetzt hier schon wieder so ein bisschen anfängt, hier rumzuziepen. Eieiei, okay, vielleicht, ich stelle das jetzt hier alles nur auf hoch. Was ändert sich denn da? Ja, okay, gut, das ist... Ich glaube, das ist zu vernachlässigen, ne? Texturqualität. Ich glaube, das ist zu vernachlässigen. Viel wichtiger wäre, dass wir es flüssig spielen können. Ah, aber er huckelt trotzdem irgendwie nach hier. Er hat irgendein Problem. Er hat hier irgendein Problem. Dann machen wir hier wieder Fenster. Das mag ich zwar nicht. Ich hasse tatsächlich Fenstermodus. Ja, aber so sieht es besser aus. Alright, alright. Lassen wir es mal auf hoch. Er ist schon bitter, ey. Hast du so einen guten Rechner, mit dem du 50 Mal zum Mond fliegen könntest und dann das? Die Seilbahn verbindet Bethelwood mit der Fabrik. Mit welcher Fabrik? Das habe ich vorher nicht gelesen. Die meisten Fabrikarbeiter nehmen selbst die Seilbahn. Mhm. In der Zeitung steht kein Wort über Emilys Verschwinden. Ja gut, die Zeitung. Bethelwood, goodbye. Okay, wir gehen hier runter. Genau, da ist jetzt der alte Mann. So, haben wir wieder hier Zwischensequenz. Hast du dich verirrt? Sieht so aus. Können Sie mir helfen? Ich muss mit der Seilbahn nach Hause. Du hast Glück, dass ich so spät noch da bin. Ich schicke dich runter. Löse ein Ticket. Kann ich nicht so mitfahren? Das ist wichtig, Kleine. Ohne Ticket kann man nicht fahren. Okay, okay. So, dann holen wir uns mal das Ticket hier. Jetzt bin ich ein bisschen paranoid und muss die ganze Zeit hier gucken. So. Ein Ticket für die Seilbahn, das allerdings merkwürdig aussieht. Rau und porös, fast so als bestünde es aus Erde. Komisch. Da war einfach so ein Ticket. Naja, ist wohl gratis. Hm. Ist er gegangen? Schon ist er weg. Der Mann. So, gehen wir mal da rein. Ist auch immer interessant, die Zwischensequenzen im Game wechseln sich ab. Einmal mit Ingame-Grafik, einmal in diesem Comic-Stil, den wir gerade hatten. Aber sehr wild auf jeden Fall alles. Also Leute, falls es ein ganz klein wenig im hakt, es tut mir sehr leid, das ist absolut nicht so wie hier. Also hier geht das total flüssig und da rechts sieht das irgendwie... überhaupt nicht so aus. Das macht mich gerade richtig fertig, um ehrlich zu sein. Habt ihr gesehen? Das war auch ganz komisch, als wären wir durch eine andere Dimension gegangen oder so. Oder gefahren. Entschuldigung, gefahren, nicht gegangen. Mit der Seilbahn gefahren. Gült. Gült, gült, gült. Alrighty. Erforsche alles, um versteckte Geheimnisse zu finden. Sehr gut. Wir mögen versteckte Geheimnisse. Ich dachte schon, das war's. Ja, nee, das war's auch nicht hier. Steige ich so bald nicht mehr ein. So, da haben wir jetzt hier die Taschenlampe noch. Vergessene Taschenlampe? Tja, wer es findet, darf es behalten. Okay, also ich glaube, jetzt passt es aber. Keiner da. Wer hat das Licht ausgemacht? Wow. Was ist mit dem Automaten passiert? Tja, der ist auch weg. Also die Synchronisation ist richtig gut, Leute. Auf jeden Fall. Gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, so. Kann ich da durchgucken? Nö. Schade. Schade, Marmelade. Genau, da war zu. Verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden. So, mach mal die Taschenlampe aus. Sprinten verbraucht Ausdauer. Ach was, Sherlock. Danke für diesen Hinweis. So. Okay, hier können wir aufmachen. So, alright. So, Leute, jetzt muss ich trotzdem noch mal. Es tut mir wirklich sehr leid. Fenster ja. HDR ist aus, oder? Das brauchen wir nämlich nicht. Ich brauche kein HDR.
Mach die Nachbearbeitungsqualität mal auf Mittel. Die sollte... Ey, das ist ja unglaublich, ey. Das ist wirklich unbelievable. Vielleicht täusche ich mich auch ein bisschen gerade. Oh Mann, das ist sowas ist doof, wenn man hier mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Machen wir die Schattenqualität auf Mittel und... Na gut, die Effektqualität. Die lassen wir mal jetzt. Ja. Es wird schon gehen. Es wird schon gehen. So, jetzt aber. Ich möchte ja das Spiel auch genießen hier. Was ist denn hier los? Tja, das ist eine gute Frage. Also bis hierhin habe ich es auch noch gespielt, Leute. Genauer gesagt, bis zur Schule. Hier lässt sich auch nichts finden. Bafflewood ist komplett verlassen. Am 29. Jahrestag. Das Festival war vor einer Woche. Ja, ist schon alles sehr, sehr wild. Keine Feuerwehr. Keine Krankenwagen. Sind alle einfach weg oder was? Ich habe da vorhin nicht geguckt, ob ich da durch kann. Kann ich da durch? Warte mal, 0000000, hier gibt's glaube ich nichts. Man spinnt die Steuerung auch ein bisschen. Ne, hier kann ich nicht durch, okay. Alrighty. Na, dann gehen wir hier mal durch. Auf ganz entspannend. Ist das... Die vermisste Emily? Die ganze Zeit war sie in der Schule? Nee. Das täuscht dich jetzt. Verstehe nicht, warum Emily sich in das der Schule... Das täuscht dich jetzt, das täuscht dich. Bachmann-Schule. Bachmann-Schule, genau. So, da ist zu. Jawohl. Abgeschlossen, klar. Müssen wir hier lang. Und hier einmal runter. Das ist alles gleich. So. Zack, einmal hier rein. So, und hier rum. Ich habe auch vorhin überall geguckt. Also hier ist auch nichts zum Einsammeln, noch nicht. So, jawohl. Jetzt haben wir den Schlüssel. Jetzt wird's räudig, Leute. Was ist denn das? Ja, das ist die gute Frage, ne? So, das ist halt, ich denke mal, die Kompensation unserer Schrecken und der Ängste, die wir damit bekommen, auch was das Mobbing angeht. Jojo. So, wir gehen raus. Oh, ist ganz süßer. Ein ganz süßer. Ja, so ein Lieber. So ein Lieber. So, Gegnererkennung. Weißer Pfeil. Das Monster ist misstrauisch, aber Sally wurde noch nicht entdeckt. Gegnererkennung, gelber Pfeil. Jetzt solltest du dich verstecken. Ein Monster hat etwas wahrgenommen und wird den Bereich untersuchen. Rote Aura, Sally ist entdeckt worden. So. Bis dahin bin ich noch nicht gekommen. Ich muss ihn aus dem Weg gehen. Also ich wurde noch nie entdeckt. Das sollte auch so bleiben. Bitte. Das sollte auch definitiv so bleiben. So, Monsterchen. Okay. Dreh dich um und tschüss. So. Du läufst auch in die Richtung und du guckst mich auch nicht an, ne? Nö, tust du nicht. Alrighty. So, rein hier. Schnell rein. Schnell Rinder in die Schule. So. Emily in der Schule suchen. Zum Aufrufen drücken, genau. Tab, hier haben wir jetzt quasi die Schule. Beziehungsweise, ja, die Map von der Schule. So. Aber warte mal, ich will mal kurz schauen. Da habe ich vorhin nicht geguckt, aber da war nichts mehr. Alright. So, das sind große Augen jetzt. Die tun aber nichts, die sind noch lieb. Noch ein seltsames. Es gefällt mir hier nicht. Ich vermisse mein Zuhause und meine ganzen alten Freunde. Manchmal treffe ich meine Cousine auf dem Flur, aber da sie in einer anderen Klasse ist, bin ich die meiste Zeit alleine. Offenbar haben alle anderen Freunde, mit denen sie sich unterhalten können. Ich weiß nicht, wann ich Hallo sagen soll. Vielleicht hätte ich es früher tun sollen und jetzt ist es zu spät dafür. Mein Lehrer wollte, dass ich mich vor der versammelten Klasse vorstelle. Aber ich hatte solche Angst, dass ich kein Wort herausgebracht habe. Ich wurde an meinen Tisch geschickt. Als ich aufsah, haben mich alle angestarrt. Aber ich glaube, sie haben auch gelächelt. Vielleicht ist es hier ja doch nicht so schlimm. Vielleicht lerne ich ja neue Freunde kennen. Ja, ist das Ding, ne? Wenn du so ein bisschen introvertiert bist, dich nicht traust bei manchen Sachen. Ja, ich kenne das von mir. Ich war auch so. Dann... Und gerade so...
gerade so. Da ist so gerade so Referate oder vor anderen Reden und so weiter. Das ist so. Sowas ist einfach eklig, ne? Das, sowas ist räudig. Also ich finde sowas ganz, ganz schlimm oder fand sowas ganz, ganz schlimm. Heute, ja, geht das. Geht das ganz gut. Aber ich könnte es trotzdem immer noch nicht auch. So, genau. Hier sind die Schächte, in denen wir uns verstecken können. Also wenn ich jetzt irgendwie so vor 10 Leuten stehe, dann könnte ich nicht reden. Das ist auf jeden Fall sehr wild. So. Ja, bleib auf jeden Fall da vorne. Also, so vor ein paar Menschen, ja, so vor 5 Leuten oder so zu reden, ich glaube, das wäre jetzt heute in der jetzigen Zeit nicht mehr so das Problem. Aber, warte mal, ich nehme hier nochmal, ich inhaliere mir hier mal einen rein. Aber trotzdem vor mehreren Leuten wäre es für mich persönlich auch noch sehr unangenehm. So, genau, da weiß ich eben nicht, wie das jetzt funktioniert. Da ist nämlich irgendwas, was wir brauchen. So, wir sehen dich, steht da. Will, dass ich das nicht vergesse. Und hier ist irgendwas. Hier ist irgendetwas, was wir später brauchen. Da hinten ist auch noch ein Auge. Aber gut, das ist jetzt nicht Gegenstand von dem, was wir tun müssen. Wir müssen jetzt erstmal hier weiter. So. Monsterwahrnehmung. Ein Umriss von Sally erscheint an dem Ort, an dem die Monster sie erahnen und nach ihr suchen werden. Okay. So, du drehst dich bitte nicht um, ja, Bro? Okay, ich will jetzt hier erst noch durchgehen, ja? So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas haben. Die geheiligten Scheißhäuser. So, einmal hier durch. So. Drücken, um die Kameraposition zu ändern. So, da muss ich jetzt schnell sein. Schnell, 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 schnell. So. Monster werden von der Taschenlampe angezogen. Du kannst sie als Köder benutzen, während du dich versteckst. Habe ich vorhin nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Ich bin einfach hier rein. Also auch das habe ich noch gespielt, Leute. Wie man unschwer erkennen kann. So. Nicht in den Dampf. Genau, da oben ist das Ventil. Da habe ich vorhin ewig gesucht. Ich habe das nicht gesehen. Schon praktisch. Ja, das sieht jetzt alles zu leicht aus, Leute. Aber wir werden an den Punkt kommen, wo ich nicht mehr weiß, was ich machen muss. Der ist schon sehr bald. Oh, nee, komm, geh da hoch. Auf geht's. Dreh das Ding. Sehr gut. Und wieder runter. Ah, ich kann auch runterhüpfen. Vorhin ist sie da vehement ganz langsam runtergeklettert, die Gute. Aber du sollst ja auch nicht deine Füße brechen. Alles gut. Alles easy. So. Zack. Und hier einmal hoch. Alrighty. Alrighty. So. Emily verschwindet. Und als sie wieder auftaucht, hat sie all diese Monster im Gefolge. Was heißt das alles? Ja, bin mir da nicht so sicher. So, was zum Inhalieren. So, wir haben jemanden befreit. Ein Stück eines alten Seilbahntickets. Es ist alt und mitgenommen. Könnte jederzeit zu Staub zerfallen. Ich glaube, wir haben... Wow, 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 beruhigen Sie sich bitte. Ich glaube, wir haben hier jemanden gerettet. Der ewige Krieg. Ich hätte mit Ihnen sterben sollen. Der kann nur töten. Ich weiß, dass Sie so über mich denken. Und da haben Sie auch nicht ganz Unrecht. Darin bin ich gut. Ich bin verdammt gut im Töten. Vielleicht ist das sogar das Einzige, wozu ich gut bin. Sie wollten mich nicht hier haben. Natürlich nicht. Warum auch? Und das kann ich Ihnen auch nicht verdenken. Das ist eine ruhige, friedliche Stadt und ich bin zwar nicht religiös, aber ich weiß, dass es den Teufel gibt. Ich habe ihn gesehen. Er flüstert mir jede Nacht ins Ohr und treibt mich in den Wahnsinn. Er lässt mich und all meine Freunde denken, die nicht aus dem Krieg zurückgekommen sind. Er sagt, dass ich niemals Frieden finden werde, dass ich niemals wie die Menschen hier sein werde, dass der Krieg mich finden wird. Und er hat recht. Ich hatte solche Angst, den Verstand zu verlieren, nicht mehr ich selbst zu sein. Ich war panisch. Ich habe all diese Schusswaffen in meiner Garage gehortet und gedacht, du drehst langsam durch, Alter. Du hast doch dort deinen gottverdammten Verstand verloren, an diesem verfluchten Ort, an dem du auch alles andere verloren hast. Deine Freunde, deine Menschlichkeit. Das ist die Stimme des Teufels, der mir ins Ohr flüstert. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde.
Ich habe dieses Ticket hier und ich wollte diese Stadt damit eigentlich auf Nimmerwiedersehen verlassen. Aber ich bin froh, dass ich geblieben bin. So froh. Ich habe keine Angst mehr. Nein, nicht nachdem ich jetzt weiß, dass alles, was ich in meinem Leben getan habe, einen Sinn hatte. Die Monster sind da. Sie stinken nach Blut und Schießpulver. Sie haben die ganze Stadt in Trümmer gelegt. Ich bin kampfbereit. Jetzt kann ich endlich das tun, was ich am besten kann. Der Teufel in meinem Kopf lächelt. Meine alten Freunde, sie sind alle hier, bei mir, mit strahlend grünen Augen. Sie sehen alles. Und sie sind stolz auf mich. Natürlich sind sie das. Ich werde meiner Bestimmung nachkommen. Also der war im Krieg, der Gute. Und ja. So, da hinten ist noch ein Buch. So, alright, Leute. Also in der Gegend hier habe ich auch noch einige Sachen, die ich sammeln muss insgesamt. Ein Vögelchen und so weiter. Hier ist noch ein Buch. Das schauen wir uns natürlich auch noch an. Noch ein seltsames Buch. So, das lesen wir natürlich auch. Heute sind wir im Krankenhaus. Immer wenn mein Opa krank wird, gehen wir dorthin. Es ist schrecklich still und ich darf in den Fluren nicht herumrennen. Ich höre Mama und Papa oft streiten, auch wenn sie dabei flüstern. Sie sagen, wir müssen fort von hier, wenn alles vorbei ist. Ich verstehe nicht, was sie damit meinen. Sie sagen, dass wir umziehen müssen und dass uns hier nichts mehr hält, wenn er tot ist. Das verstehe ich nicht. Er wird doch wieder gesund. Mama sagt, wir ziehen nach Bethelwood, wo meine Tante wohnt. Also Kinder kriegen sehr viel mit, ja, auch wenn man denkt, dass sie nichts mitkriegen. Das ist eigentlich so das eiserne Gebot überhaupt. Alright. So, da draußen ist wieder das Monster. Ist es vielleicht nicht so gut, wenn ich da öffne, oder? Diese Monster sind überall. Ja, versteck dich in den Lüftungsschächten vor den Monstern. Und okay. Was wollen sie? Pass auf, hier können wir nämlich durchgehen. Da hinten ist nichts. Außer natürlich die Sachen spawnen immer random. Dann ist schlecht. So. Hier haben wir, by the way... Ich versuch mal... So. Hier haben wir, by the way, ein etwas anderes Ding. Missing. Man sieht hier keinen Namen. Und hier steht eine Tasse... Orangensaft und weiß ich nicht was. Und es ist durchgestrichen. Also ganz, ganz komisch. Ob das wohl von Emily selbst ist? Okay, so, er kommt jetzt wieder hierher. Ey, das ist ein richtig nerviger Zeitgenossen, der Bro. Ey, lass mich bloß in Ruhe, ja? Geh weg. Leave me alone. Leave me alone. So, wir gehen hier rüber. Und hier muss ich jetzt den Strom ausmachen. So, und dann muss ich hier rein. So, und ab hier bin ich blind, Leute. Bis hierhin habe ich gespielt. Ab hier bin ich blind. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das gut finden soll. Aber das Level-Design oder generell das ganze Spiel, es sieht so gut aus. Gefällt mir so gut. Da hinten ist ein Schlüssel oder sowas ist hier. Werfbare Dose. Halte gedrückt und wirf mit der linken Maustaste die Dose. Das Geräusch lenkt Monster in deiner Nähe ab. Okay. Ja, erstmal nehmen wir uns noch den Inhalator mit. Und da ist ein Schlüssel. Ein Schlüsselkowski. So. Dieser Schlüssel dürfte für alle Flurtüren passen. Oh. Okay, warte mal. Müssen wir komplett zurück? Wirf Getränkedosen, um Lärm zu machen. Dadurch lassen sich die Monster vorübergehend ablenken. Oh. Ja, ja. Hast du nicht gehört? Er hat's nicht gehört. Bist du blöd? Bro, ich hab die Dose da hinterhin geworfen, ey. Er hat's nicht gehört. Er hat's einfach nicht gehört. Es scheint ihn nicht zu jucken. Was? Ey, wieso geht der nicht? Wieso geht der nicht? Was ist das für ein Otto? So, okay, warte mal. Aber in die Richtung zu werfen, ist doch richtig blöd, oder? Ist doch voll bescheuert. So, warte. Oh, da geht's gar nicht durch. Oh mein Gott, bin ich blöd. Oh. Das war, glaube ich, mehr Glück als Verstand.
Alright. Alright. Kann ich hier ins Klo wieder gehen? Warte mal, da bin ich doch vorhin durchgegangen, oder? Ach, ich muss zurück, oder? Ich muss komplett zurück. Muss ich zurück? Ich glaube, ja. Okay, warte mal, Teacher. Von der anderen Seite verschlossen. Okay, nee, da kann ich nicht rein, aber da war ich auch gerade drin, ne? Okay, pass auf, ich muss da lang. Ich muss ganz bestimmt da lang. Emily, bist du da? Was ist das denn? Oh. Oh. Ja, hier haben wir ein gutes Beispiel von Mobbing in der Schule, ne? Einfach die Sachen ausgeleert und über den Kopf gesteckt, oder zumindest soll das wahrscheinlich zeigen. Warte mal, da hinten ist eine Tür, da kann ich reingehen. Oh, was ist das? Bethelwood war eine bedeutende Bergbaustadt. Ah ja. Okay, da ist wieder was, wo ich dann hin kann oder muss. Da ist ein Inhalator, das müssen wir uns mal merken. Ich weiß nicht, wie ich da vorbeikomme, aber ich werde bestimmt irgendwas einsammeln, was mich da durchkommen lässt. So, da ist wieder das Monster. Von dir lasse ich mich aber bestimmt nicht beirren. Okay, hier ist das Klo. Ach, come on. Also Kopf in die Toilette rein, das ist wirklich das allerallerletzte. Das allerletzte. So, warte mal. Oh, 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 schlecht. Ganz schlecht. Das ist, da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Warte mal, kann ich hier durchgehen? Komme ich hier durch? Na, ist er zu verstecken. Elendige Sackgasse. Ich weiß jetzt auch nicht. Okay, er steht da hinten. Dreh dich jetzt bitte nicht um, ja? Von der anderen Seite verschlossen. Oh, schlecht. Oh, oh, ganz schlecht. Okay, warte, warte, warte. Wir holen uns mal eine Dose. Da geht's nicht lang. Was ist hier hinten? Hier ist nochmal ein Lüftungsschacht. Aber auch wieder nur einmal zum Verstecken. Emily? Sieht nicht so aus, als wäre hier irgendjemand, oder? Biologieraum. Oh mein Gott. Da ist ja Feuer an. Ein leckender Sprinkler. Ja, da bräuchte ich bestimmt irgendwas, wo ich... Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich die Dose... Ah, ich kann die Dose nicht einstecken. Alright. Alright. So, jetzt muss ich mich nur des Stroms entledigen. Aber wie? Ah, da hinten. Da hinten ist der Knopf. Oh, hallo, Jürgen das Skelett. Oh, Mist, da kann ich nicht durch. Warte, 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 warte. Kann ich hier durch? Ja, da unten kann ich durch. Yes, sir. So. Super. Sehr gut. Wie sie das jetzt gesagt hat. Super. Oh, so lieb, ey. Wie kann man denn so jemanden ärgern? Bitte, kann mir das mal irgendjemand sagen? Oh, Mann. Seid nett zueinander, Leute. Das Leben ist zu kurz für so ein Shit. Ich sage euch, wie es ist. Alright. So, hier hoch. Ich weiß halt nicht, ob ich gerade noch irgendwas anderes jetzt verpasst habe, weil ich hätte auch noch in die andere Richtung gehen können. Aber gut. Vielleicht sollte ich hier einfach auf Hilfe warten. Ja, das wäre bestimmt nicht schlecht. Oh, okay, das sieht interessant aus. Wir sehen dich. Wir sehen dich. Okay, was haben wir hier? Oh! Eine... Was? Meine alte Taschenlampe. Deine alte? Die gab ich vor langer Zeit. Das ist aber ein dickes Ding. Kann ich die Taschenlampe switchen jetzt? Rüste die Taschenlampe aus. Halte gedrückt, um zu zielen. Strahl, Verbrauch, Batterie. Ah, okay. Alles klar. Ja, ja. Ich habe schon verstanden. Ich würde nur gerne das Ding hier einsammeln. Ach so. Ah! Jo,
ist aber schon ein bisschen makaber auch, oder? Ah ja, okay. Sammle Batterien, um die Taschenlampe wieder aufzuladen. Also nur der Strahl verbraucht quasi Batterien, der Rest nicht. Alright. Gut. Okay. Pass auf, ich nehme die Dose wieder mit. Vielleicht brauchen wir die ja noch. Ziemlich sicher brauchen wir die noch. Oh. Kann ich? Papa hat das Auge verbrannt. Vielleicht klappt das auch bei den anderen. Ja, weiß ich nicht. Aber ich... Bei den anderen Augen oder bei den anderen Monstern? Monster lassen sich an manchen Stellen durch den Strahl der Taschenlampe verwunden. Halte gedrückt, um zu zielen mit der Zielhilfe. Da hinten die Tür, die ist so komisch zu. Okay, Taschenlampe mal aus. Oh, da ist noch ein Inhalator. Warte, warte, ich gehe hier hin. Okay. Ich will den Inhalator nehmen. Hab's zuerst gesehen. Sehr gut. Okay, wo muss ich hin? Was muss ich machen? Aber du gehst jetzt nicht dahin, wo ich bin jetzt, oder? Bruder. Du bleibst da vorne und gammelst da vorne rum, ja? Oh. Ja, macht er. Okay. So, komm, geh deine Runde. Alright. So, jetzt muss ich den Kollegen hier irgendwie... Irgendwie muss ich das jetzt hier weiter vorwerfen, oder? So vielleicht? Irgendwie so? Ja, aber ist auch dumm. Okay, nee, richtig dumm. Da komme ich nirgends hin. Dreh dich jetzt ja nicht um. Da bin ich hochgegangen. Ah, ich muss... Nee. 105. Boah, Junge, du nervst mich, ne? Du nervst mich. Möchtest du nicht zurückgehen? Nee, willst du nicht, ne? Hast du keine Lust zu. Da war ich schon. Zum zweiten Stock. Muss ich dahin? Klassenzimmer 105. Da komme ich nicht ran. Biologie war ich drin. Klassenzimmer 104. Da ist das Ziel. Okay, warte. Muss ich einfach wieder zurück? Ah ja, klar. Ich muss ja jetzt die Dinger verbrennen. Oh, oh, oh. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Was machst du denn jetzt? Oh, das finde ich nicht lustig, ne? Das finde ich nicht gut. Ah ja, warte. So. Alright. Alles kaputt. I need the Inhalator, please. Dankeschön. Okay, ich habe 5 von 5. Mehr kann ich nicht aufnehmen. Mehr kann ich nicht aufsammeln. So, wo ist der Bro? Okay, der dreht hier nur seine Runden. Okay, haben wir's? Alles vernichtet? Jawohl, alles restlos vernichtet. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Emily? Sie ist oben. Aber wie komme ich darauf? Wie komme ich darauf? Das ist eine gute Frage. Gute Frage. Nächste Frage vielleicht. Ich kann sie dir leider nicht beantworten. Ich weiß nur, dass wir vorsichtig sein müssen. Da ist zu, oder was? Auf geht's, Sally. Komm schon. Yo, was ist das denn? Ach du heilige Mutter Maria, was soll das denn? Was ist das denn für ein Otto? Ein Riesenmonster. Ich hoffe, es sieht mich nicht. Ja, haben die Kleinen nicht mehr gereicht, oder? Nee, brauchen wir jetzt... Ach, da hinten steht noch einer. Oh, oh. Okay, da ist Dampf. Da komme ich nicht durch. So
Batterieladung, okay. Ich habe halt jetzt auch keine Dose, gar nichts. Schleiche ich hinter die Monster und drücke E, benötige Batterien. Okay. Okay. Erleuchtung, okay. Not bad. Oh, da vorne sind, was ist das? Messer? Sind das Messer? Jo, was? Warte, was steht da? Sieht nützlich aus. Get alive. Lass uns alleine, lass uns in Ruhe. Na gut, dann stealthen wir den jetzt auch noch zu Tode. Da stehen zwei rum. Stealthen den noch. Bam. So, wie er geguckt hat, was ist denn jetzt passiert? Pass auf, ich stealth dich zu Tode. Pass auf, Bro. Pass auf. Du bist gleich sowas von dead. Und tschüss. Sehr gut. Nice. Sehr gut, dass wir gegen die Monster kämpfen können. So mag ich das. Okay, jetzt ist halt die Frage. Kann ich... Nee. Jetzt ist halt nur die Sache, ob es hier irgendwas gibt, was ich bis jetzt noch nicht eingesammelt habe. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen. Ganz, ganz bestimmt, Leute. Also das ist sehr sicher, dass ich was übersehen habe. Deswegen laufen wir hier mal nochmal kurz durch. Vielleicht hier hinten noch. Hinten sind noch Batterien. So. Das kann nützlich sein. Okay, die lachen den aus. Der ist hingefallen. Eieiei. Also wir kriegen hier schon sehr viele Beispiele, wie man anderen das Leben auch zur Hölle machen kann. Gerade in der Schule, yo. Schule ist sowas. Schule kann richtig schön sein, aber es kann auch richtig arschig sein. Hilf den Steinmenschen. Okay. Ah, warte mal. Warte mal. Geschafft. Ich habe was vergessen. Aber Emily ist noch da drin. Ich habe was vergessen. Was mache ich jetzt? Ich muss noch mal rein. Ich habe was vergessen. Sind die jetzt wieder gespawnt? Die Monster? Das wäre natürlich semi-geil. Nee, sind sie nicht. Okay. Und zwar, ich habe einen Raum vergessen. Ich habe einen Raum vergessen, wo ich hin kann. Und das ist natürlich nicht gut. Da müssen wir natürlich ran, Leute. Ich will natürlich hier alles hinbekommen, ja. Und wir sind jetzt hier zwar im Exit drin, aber trotzdem Cafeteria. Wir müssen... Wo war das denn? Boah, wo war das denn? Das war... Das Lehrerzimmer ist zu. Ich muss halt vielleicht auch in den zweiten Stock hoch, ne? Aber ich glaube, da komme ich von hier nicht. Zu gefährlich. Oh nein. Ah, Mist. Okay. Da gab es nämlich dieses Klassenzimmer, wo dieser rote Stein war. Und das habe ich vergessen. Das habe ich nicht gemacht. Ah, schade. Schade. Gut, vielleicht kommen wir da nochmal hin. Ansonsten ist es wohl schade Marmelade und wir haben Pech gehabt. Dann haben wir wohl Pech gehabt. So, hier ist der Exit. Dann gehen wir hier raus. Ah, Mann, ey. Echt schade. Das wäre jetzt schon cool gewesen, hätte ich das noch gemacht, aber gut, egal. Leiter, wenn ich durchs Fenster klettere, sieht mich das Monster nicht. Bist du dir sicher? Zum Feuerwehrwagen gehen. Okay, aber da muss ich ja auch erstmal hinkommen. Das hat bestimmt einen Haken. Ganz bestimmt gibt es da einen Haken. Okay, hier komme ich durch. Wo willst du denn hin? Was? Moment. Der alte Opa. Hast du nicht etwas vergessen? Ich brauche Hilfe. In der Schule sind lauter Monster. Und die... Du musst Emily finden. Sie ist der Schlüssel zu diesem Albtraum. Das ergibt keinen Sinn. Was? Woher kennen Sie Emily? Was wissen Sie darüber? Keine Zeit zum Schwatzen, Kleine. Deine Cousine braucht dich jetzt. Keine Zeit zum Schwatzen. Ich versuche ja, ihr zu helfen. Ich habe sie im ersten Stock gehört. Die Leiter da. Da wollte ich hochklettern. Gut. Hey, halt! Können Sie mir nicht? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Gehen Sie nicht! Das ist wieder so das typische Klischee eines unfairen Protagonisten in einem Spiel. Der Dude kann sich einfach auflösen und durch die Luft fliegen, aber er kann uns nicht helfen. Richtiger Ass ist das schon wieder. Richtiger Ass. Was soll ich davon halten? Wo ist die Leiter? Wo ist die Leiter? Bin ich blöd? Okay, keine Ahnung. Oh, hier.
Battery. Ich hab's zuerst gesehen. Okay, warte mal, wo geht's hier lang? Wollten wir nicht zur Leiter? Ach du Gott, was ist das denn? Oh no, was ist das? Ey, so ein Riesenrabe, so ein ekelhafter. Ach du heilige Mutter Maria. Jo, ich würde sagen, wir gehen in die Kanalisation runter. Da kann uns der bestimmt nicht aufessen, oder? Das hier ist neu. Ja, das ist wirklich neu. Warte mal hier, Taschenlampe. Oh, bitte keine Riesenratten jetzt, oder? Bitte jetzt keine Riesenratten oder sowas. Keine Scherze jetzt. Warte mal, vielleicht ist da hinten noch was. Das sieht so aus, als könnte da möglicherweise irgendwas sein, was ich gerne einsammeln wollen würde. Nö, doch nicht. Okay. Alright, alright, alright. Das ist verrückt. Yep, das ist wirklich verrückt. Ja, machen wir doch. Hier ist noch eine Batterie. So, dann gehen wir hier mal hoch. Achso, halt, stopp, andere Richtung. Jetzt haben wir hier irgendwelche ekelhaften, riesigen Rabenmonsterviecher. Lasst mich doch mal in Ruhe. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich will eigentlich gar nicht. Ich will wirklich gar nicht. Ich habe keine Lust. Oh, was? Was? Wo? Wo? Das Ding lädt sich im Licht der Taschenlampe auf. So. Alright, gut. Jetzt haben wir hier... Ja. Toll. Uns eine eigene Barrikade gemacht, quasi. Das kann ich nicht einsammeln, aber hier kann ich rüber. Oder nicht eine eigene Barrikade, aber halt... Ah, warte mal. Nee, stopp, warte mal. Aber welchen Sinn soll das haben? Eigentlich nur den, dass ich halt jetzt irgendwas aufgeladen habe, oder? Dafür ist das hier alles sehr gefährlich. Aber gut, dass wir smart sind und darüber kommen. Sehr gut. Hä? Was ist da, du? Nee. Da bin ich hergekommen. Was hatte das jetzt für einen Sinn, dass ich... Welchen Sinn hatte das jetzt genau, dass ich da runtergegangen bin? Eigentlich gar keinen, oder? Oh, da hinten ist so ein Stein. Toll. Blutquarz. So einen Stein habe ich noch nie gesehen. Er pulsiert wie ein Herz. Und er ist warm. Okay, warte mal. Irgendeinen Sinn hat das doch, dass ich das Ding aufladen muss, oder? Aber wo muss ich hin? Ich kann da dann nicht durch. Okay. Nee, das hat ja auch keinen Sinn. Da bin ich hergekommen. Muss ich dahinter? Da ist das Vieh. Okay, da stehen auch irgendwelche Sachen an der Wand. Okay, aber wohin jetzt? Wohin? I don't get it. Also runter, warum hätte ich runtergehen sollen? Das macht ja mal überhaupt gar keinen Sinn. Ach so, ja gut, okay. Weil ich jetzt nur so zurückkomme, okay, verstehe. Verstanden. Da lang. Ups. Schade, dass wir nicht springen können. Ich meine, dadurch kommen wir jetzt auch nicht weiter, aber springen finde ich irgendwie cool. Das wäre nice. Ein bisschen so Jump'n'Run-mäßig. So ein bisschen umherspringen könnten. Okay, da kann ich nicht reingehen. Da macht es keinen Sinn hinzugehen, sonst komme ich wieder nicht rüber. Also, die Quintessenz liegt jetzt wohl
irgendwo hier an diesem Ding. Die Frage ist nur, warum. Also hier kann ich, hier wenn ich rübergehe, ist halt blödsinnig. Okay, so. Ah, ich verstehe. Okay, 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 okay. Hindernis gemeistert. Kann ich die auch stealthen hier, den Raben? Kann ich den auch? Kann ich den auch stealthen, den Bro? Ist vielleicht nicht so gut, nicht die beste Position, um den zu stealthen. Ich gehe mal hier nach links. Ich glaube, das... Oh mein Gott, ey. Kann sich auch noch teleportieren, der Bro. Jo, hör bitte auf damit. Du machst mir eine Heidenangst. Oh, hier kann ich... Hier kann ich eine Dose rausnehmen. Ich würde den gerne stealthen, den Bruder. Okay, pass auf, ich nehme jetzt mal die Dose mit. Ey, der kann sich einfach wegteleporten. Das ist so unfair. Du bist ganz ein unfairer Zeitgenosse, ne? Einer von den ganz unfairen. Oh. Oh. Oh, ganz schlecht. Oh, oh, oh mein Gott. Warte mal. Ja. Geh in die Richtung, geh in die Richtung. Drehst du dich um da hinten? Es wäre gut, wenn du dich umdrehen würdest. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, oh. Lauf, 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 lauf. Lauf, Mädchen, lauf, 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 lauf. Oh, 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 nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Lauf, 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 lauf. Lauf. Nimm die Batterie noch mit, aber lauf. Aber lauf. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh no. Oh no, ich bin so dead. Oh Gott, ich bin so dead. Oh mein Gott. Lauf, Mädchen, lauf, lauf. Ich weiß, deine Stamina, ne? Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, das war richtig dumm. Ich bin versteinert. Ach, Kacke. Alles nochmal von vorne jetzt. Die sind überall. Bitte seht mich nicht, bitte seht mich nicht, bitte seht mich nicht. Okay, ich gehe nicht links rum. Links rum ist keine gute Idee. Ist keine schöne Idee. Doch, ich muss links rum. Okay, der ist jetzt weg. Warte mal, kann ich mich... Nee, der ist nicht weg. Oh mein Gott. Okay. Also, ganz schlecht, was ich gerade gemacht habe. Ganz schlecht. Das wird nützlich sein. Ja. Okay, ich hole mir mal die Dose. Hier reingehen? Nee. Okay, wir holen uns eine Dose. Okay, du dummes Mistvieh. Ah, warte mal, hier kann ich links lang. Okay. Den kann ich bestimmt stealthen hier. Den kann ich bestimmt stealthen. Ich muss nur aufpassen, dass der Typ das nicht sieht. Dann kann ich den ganz bestimmt stealthen hier. Oh Mann, ist das dumm. Da, geh mal dahin. Geh mal in die Richtung, okay? Ja, geh mal in die Richtung. Genau, 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 genau. Genau. Tut euch mal zusammen. Kratzt euch ein bisschen am Kopf und dann ist das schon ganz gut. Okay. Okay, wir gehen da durch. So, da dürfte jetzt aber rechts einer sein, oder? Okay, den kann ich aber... Oh, nee, 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 nee. Ich wollte gerade sagen, den kann ich aber stealthen, aber... Eher nicht so. Eher nicht so.
Ich glaube, ich muss... Muss ich da hin? Okay, so hier hinter. So, und hier durch. Puh, okay. Da liegt ein Inhalator. Oh, das war... Ich glaube, das war schlecht, oder? Mama. Mama. Zum Glück sind hier überall Automaten. Das ist ja schon mal sehr positiv. Aber den anderen muss ich auch noch ablenken hier. Ihn hier. Den aller echten Kollegen. So, geh da hin, geh da hin, geh da hin, geh da hin. Oh oh. Okay, okay, okay. Egal, egal. Ich bin am Feuerwehrauto. Meine Güte, ey. Siehst du mich? Emily! Warte, lauf nicht weg! Ah, Emily, warum läufst du denn weg? Oh, Junge, ey. Boah, das war verdammt knapp. Warte mal, ich wollte mich noch umsehen. So ein Pech. Die Batterie. Ich wollte mich noch umsehen. Etwas hat sie entfernt. Aha, super. Etwas Großes, ne? Ja, etwas Schleimiges. Ich der Spur folge. Geht ziemlich wahrscheinlich zur Batterie. Ja, Highscore Arcade Games. Nur, dass ich dieses Klasse. Etwas nicht treffe. Ganz große Aber die Klasse. Batterie brauche ich wirklich. Ich will nicht wieder diesem flammenden Muskelberg begegnen. Ich auch nicht. Um ehrlich zu sein, ich auch nicht. Okay. Warte mal, war hier was? Nee. Alright, dann... Ey, ich habe noch gar nichts gefunden von diesen Sachen. Keine Vögel, nichts. Ich glaube, ich muss mich mal ein bisschen besser umsehen. Kann ich hier zurück jetzt eigentlich? Ja, kann ich. Okay, ich kann also einen auf lebensmüde machen. Sehr wild. Ich frage mich, warum wir hier nicht drüber haben klettern können. Guck mal. Das wäre so viel einfacher gewesen. Wäre locker gegangen. Wäre ganz easy gegangen. Ich weiß das Spiel. Ich weiß das. Ich weiß, dass du mich nur ärgern willst, ne? Oh, was ist das? Dieses seltsame Ding passt perfekt in die Taschenlampe. Ich habe zwar keine Ahnung, was es ist, aber ich behalte es. Schließlich kann ich mit seinen Lichtblitzen die Monster blenden. Verbessernder Blitzangriff erhalten. Wenn du umzingelt wirst, halte F gedrückt, um ein Blitzlicht einzusetzen und Monster in deiner Nähe zu betäuben. Nach der Benutzung lädt es sich im Laufe der Zeit wieder auf. Okay. Alright. Ich laufe einfach. Oh no. Verfolgen die mich jetzt, die dummen Ottos? Aber ihr könnt mich doch jetzt gar nicht sehen, oder? Alright, gut. Ja, verteilt euch nur da ein bisschen da hinten. Kein Problem. Ich werde euch dann alle wieder stealth-mäßig killen. So sieht's aus. Warte, was ist hier hinten? Ja, okay. Hier geht's runter. Oh, Junge, Junge, Junge. Wie weit geht's da denn runter? Wo gehe ich da jetzt hin? Oh, das ist aber auch nicht sehr... Oh oh. Ah, guck mal hier. Guck mal. Du bist frei. Aber wer ist das? Was sind das für Lehmklumpen? Ich habe wieder ein Ticket bekommen, ein Ticketstück. Ein Stück eines alten Tickets. Ich will nichts machen, okay. Alright. Noch ein Selbst. Ein Buch, was? Die Arbeit in der Mine, ich hätte kündigen sollen. Ich hätte kündigen sollen. Ich komme mit diesem ganzen Quatsch nicht mehr klar. Ich hasse es. Ich hasse die Mine. Ich hasse meine blöden Kollegen. Sie zucken immer nur mit den Achseln und sagen, dass schon alles gut wird. Ich hasse Tom, ihre bescheuerten Richtlinien und ihre andauernden invasiven Psychotests. Sehen Sie nicht, was hier falsch läuft? Das liegt nicht an unseren Köpfen, sondern daran, dass hier unten irgendwas ist. In den Abgründen dieser verfluchten Mine.
Sie tun so, als würde es sie interessieren, aber in Wahrheit ist es ihnen scheißegal. Diese ganzen Psychoklempner sind nur dazu da, um einen Prozess zu verhindern. Sie schicken uns tagtäglich in dieses verfluchte Loch hinab, wo wir diese Finsternis einatmen, die uns in den Wahnsinn treibt. Weil es nur um diese merkwürdigen roten Steine geht. Soll das nicht eigentlich eine Kohlemine sein? Ich weiß um Himmels Willen nicht einmal, was ich da unten geschürft habe. Ich hätte kündigen sollen. Jetzt ist es zu spät. Ich habe mein Leben vergeudet. Ich sitze angsterfüllt auf dem Sofa. Ich höre die Monster von draußen. Ich höre, wie sie an den Fensterscheiben kratzen. Sie wollen mich holen. Und was tue ich? Ich starre wie besessen auf dieses blöde Ticket. Ich hätte auf meinen Vater hören sollen. Ich hätte tun sollen, was der Mann mit den grünen Augen gesagt hat. Mit diesem Ticket hätte ich aus diesem gottverlassenen Ort verschwinden können. Aber ich bin genauso ein Trottel wie mein Vater. Ich bin nicht abgehauen, als ich die Gelegenheit dazu hatte, und jetzt kann ich nicht mehr weg. Sie sind da. Sie schleppen mich in die Mine oder dorthin, wo sie all die anderen Bergleute gebracht haben. Ich kann nichts dagegen tun. Schicksal ist Schicksal. Ja, das hört sich aber nicht sehr toll an, muss ich mal so sagen. Ne? Alright, hier ist aber nichts weiter. Da haben wir den befreit. Wird schon zu irgendwas gut sein. Zu irgendwas wird es schon nützen. Schätze ich mal. Muss ich eigentlich speichern? Nee, okay. Speichert selbst das Game. So, aber, die goldene Frage ist ja jetzt, die, wie kann ich das hier deaktivieren? Wahrscheinlich muss ich hier wieder durch. Oder nee, muss ich nicht. Geht hier eine Leiter runter? Das passiert wirklich. Was ist das denn zum Teufel? Yo, Bruder, übertreib doch bitte nicht. Oh Gott, ich dachte, das Schlimmste hätten wir bereits gesehen, aber haben wir nicht. Gut. Ich gehe einfach zu dem Arcade-Highscore-Lädelchen. Ja, okay, ich gehe da einfach nur rein und ich weiß jetzt schon, was mich da drin erwartet. Feuchtfröhlicher Partyspaß. So ziemlich der einzig gute Ort in dieser Stadt. Naja, er war gut. Ich kann nicht mal mehr spielen, ohne dass die Fieslinge alles ruinieren. Ja, so sieht's nämlich aus. Warte mal. Von der anderen Seite verschlossen. Oh nein. Okay, rennen ist ganz schlecht. Ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Hier sind Batterien. Und übelst viele Inhalatoren, die wir hier einsammeln. Es sind jede Menge Leitungen im ersten Stock. Bestimmt ist die Batterie da oben. Wahrscheinlich, ja. Ich muss erstmal hier einen mit E erstmal killen. So. Den kann ich auch killen hier. Ist schon mal sehr gut. Dann killen wir den noch. Ah, warte. Schlecht. So, dreh dich um. Oh. Duck dich. Yo, meine Güte. Boah. Der Bruder. Wie kann ich den killen? Der nervt mich. Warte. Indem ich hier durchgehe vielleicht. Und ihn dann von hinten natze. Geht das so? Können wir es so machen? Dreh dich jetzt nicht um. Er dreht sich um. Du bist ein dummer Otto, ey. Du bist ein richtig dummer Otto. Dreh dich um. Ja. Oh. Uah! Au! Okay, ja gut. Aber wird mal Zeit zum Inhalieren. Dreh dich um und geh ein Stück weg. Ich werde dich so killen. Der regt mich auf. So, weg mit ihm. Okay, sehr gut. Da hinten wäre auch noch Dose gewesen. Eine Dose. Egal, brauche ich nicht. So, hier irgendwo eiert noch einer rum. Da ist er. Zwei eiern hier rum. Warte mal. Vielleicht wäre es ganz gut, ich würde die Batterie einsammeln, die hier oben war.
Wo war die? Da. Gut. Okay. Warte, ich gehe da durch. Steht auch noch einer. Oh oh. Was sagst du? Das ist auch eine ganz komische Art zu kommunizieren, Bro. Nein, gar nichts kommt. Gar nichts kommt. Leave me alone. Ich will nur deinen Kumpel da drüben killen, okay? So, der steht da nämlich so ganz arm und verlassen und gleich wird er das blaue Wunder erleben hier. So, bam. So, damit man hier wieder mal vernünftig zocken kann in der Bude. Was ist das? Keine Zeit zum Spielen. Also. So, warte mal, da muss ich irgendwie vorbei. So, den kill ich auch noch weg hier. So. Okay, da ist dieser blöde Vogel. Das bringt jetzt aber nichts, weil ich habe keine Battle Royale mehr. Das ist halt das andere. Das verbraucht so viel Batterie. Aber hier ist noch eine. Sieht nützlich aus. Okay, hier kann ich nichts machen. Okay, ich muss den Vogel irgendwie killen. Komme ich an den ran? Komme ich irgendwie an den ran? Warte. Trick 17. Ja, geh nur hin. Komm her. Zack. Bam. Tot. So, Batterie. Ich brauche bitte eine Batterie. I need batteries. Können wir nicht nehmen? Hier ist bestimmt... Ja, ich wollte gerade sagen, hier sind bestimmt Batterien. Ganz bestimmt. Lass mich doch hier nicht im Stich. Oh, und hier haben wir noch einen Blutquarz. Sehr gut. Okay. Dann gehen wir mal da rein. In den Schacht. Boah, ist auch so meine Ultra-Angst, ne, dass dieser Schacht jetzt runterkracht. Das wäre auch fies. Okay. Boah, ich dachte schon, was passiert jetzt denn? Oh oh. Das war so klar. Oh, was ist das denn jetzt? Ey, übertreibt es bitte nicht. Das ist dieses Vieh, der hat so ein... So ein Bandding auf seinem Rücken. Weiß ich, wie das heißt. So für alte Filme. So ein Super 8-Ding. Ja, ich will es auch nicht wissen. Ich will mich damit gar nicht beschäftigen. Ich habe da gar keine Lust drauf. Gut, dass wir da unten die halbe Belegschaft gekillt haben. Das ist schon mal sehr wichtig und richtig. Okay. So. Okay, was haben wir hier? Rätsel? WASD bewegen. Q und E, um die Sicherung zu bestätigen. Okay. Ah, okay. Ich glaube, ich hab's. Ich muss einfach diese zwei Lichter verbinden. So sieht's aus. Schon haben wir's. Wer hat sich diesen Mechanismus denn einfallen lassen? Eine Batterie geben. Ah, erstmal müssen wir gucken, dass wir hier nicht gegrillt werden, okay? Das ist schon mal so Ziel Nummer 1. Okay, so. Alright, ich habe die Batterie. Game over. Entferne die Batterie aus dem Arcade-Automaten. Oh no. Oh no, was ist das denn? Das ist das Vieh. Nein, bitte geh weg. Ja, der macht ein bisschen Licht, der Heini. Okay, ich muss im Licht, beziehungsweise ich muss hinter den ganzen Dingern hier bleiben.
So, dann mal runter. Es war knapp. Ja, ja. Okay. Es hat mich wohl nicht gesehen. Jetzt muss ich bloß noch hier raus. Ja, nichts leichter als das, oder? Okay, also wir müssen mal aufpassen, dass wir hinter diesen Hindernissen bleiben. Hier. Oh oh. Jo, Bruder. Oh, no, 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 no. Oh, what the heck, Mann. Erstmal hier einen inhalieren, ey. Oh, Mann, was mache ich denn? Ah, leave me alone, okay. Ah, nochmal einen rein inhalieren hier. Das macht dein dummes Licht weg da. So, hier hin. Eieiei. Schau woanders hin. Ich bin hier so ein bisschen gefangen. Ja, warte, warte. Schau doch ein bisschen nach links. Oh, ist das dumm. Boah, ey, ist das dumm. Inhalier dir einen rein hier. Ah, bitte nein. Dadurch. Junge, 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 Junge. Das ist aber keine Glanzleistung, die ich hier mache. Das ist absolut gar keine Glanzleistung. Renn, 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 renn. Nimm den Inhalator mit und renn. Warte, Sackgasse. Ganz dumme Sackgasse. Warte mal, bin ich von da nicht gekommen? Ey, ich bin so dumm. Ich bin von da gekommen. Jetzt bin ich zurückgelaufen. Meine Güte, was ist eigentlich mit mir verkehrt? Ah, Junge, hör bitte auf. Also scheinbar locken ihn auch irgendwie Geräusche, oder? Ah. Alter! Irgendwie eine dumme Mechanik, oder ich bin halt dumm. Guck mal, und schon hat er mich. Das ist total, totaler Quark. Ja, ist eine Sackgasse. Von da bin ich ja gekommen. Ach, oh, komm, jetzt hör auf. Ich muss da zurück. Inhalier dir einen rein. Er hat mich voll im Blick hier, der Bro. Okay, so, ich bin jetzt hier. Ich gehe jetzt mal hier die Treppe hoch. So, hier kann er mich zumindest schon mal nicht erreichen. Da ist der Haupteingang. Ich glaube, ich war eigentlich schon draußen. Ja, da ist ja auch der Exit. Ich bin so blöd, ne? Das kannst du keinem erzählen. Ich laufe einfach direkt vorbei am Exit. Meine Güte. Eieieiei. Junge, 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 Junge. Okay, wir laufen jetzt noch zur Feuerwehrleiter. Das machen wir jetzt noch. Also,
Sieht aus, als würde Emily als Köder benutzt. Für mich. Ja, die Frage ist halt nur, wieso. Niemand sonst ist in der ganzen Stadt. Nur Monster, die an jeder Ecke auf mich warten. Ich fühle mich langsam. Die Schule ist genau hinter diesem Zaun. Warte mal, hier geht's runter. Wir können hier auf jeden Fall erkunden. Hoffe ich. Warte mal, ist da hinten was? Nö. Nein, 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 nein. Runter, runter, runter. Runter, runter, runter. Ich will eigentlich erst gucken, ob da hinten irgendwas ist. Nicht immer gleich überall hochklettern. Erstmal umsehen, auf ganz entspannt. Hier durchkriechen. Da ist rotes Licht, das ist nicht sehr vertrauenserweckend. Oh. Okay. Einfach instant, Leute. Einfach instant. Einfach instant, richtig. Guckt euch das an. Oh, da hinten ist was. Da hinten ist was. Da haben wir wieder so einen... Hab's zuerst gesehen. So einen komischen Blutquarz da, der diese Lehmdudes da befreit. Warte, was haben wir hier noch? Nichts mehr. Okay. So, dann gehen wir hier mal hoch. Okay. So, ausgemacht. Oh. So. Hier kann ich nicht durch, aber hier kann ich aufmachen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin wirklich auf den Plot gespannt hier. Was hier so abgeht dann. Okay. So, dann können wir hier nochmal durchgehen. Hätte ich die mal lieber alle gekillt hier. Wäre besser gewesen. Na gut, egal. Wir wissen ja, was wir machen müssen. Ganz langsam und gechillt. So, und hier einmal durch. Alright. So, gut, 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 gut. Einmal die Batterie hier rein. So, sehr gut. Und hoch auf das Feuerwehrauto. Und rein da. Rein in die Bude. Sehr gut. Ah, passt perfekt, Leute. Geht perfekt rüber. Ja, super. Oh, oh. Oh, dieses Vieh, ne? Dieses ekelhafte Vieh. Benutze den Blitz, um zu fliehen, steht da. Ach so, ja, auf F, stimmt. Das hatte ich vergessen. Right, Emily im ersten Stock suchen. Okay, Freunde. Get lost. Leave us alone. Ich denke aber, ich würde sagen, sagen wir es mal so, das war's jetzt mit dem Video, Leute, mit der Folge. Wir machen auf jeden Fall einen zweiten Part, Leute, und einen dritten Part, je nachdem, wie lange das dauert. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Ich finde es bis jetzt sehr, sehr gut, Leute. Ich finde es echt großartig. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, Leute. Wenn ihr auch gespannt seid, lasst gerne einen Daumen da und abonniert gerne rein. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video von Guild. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.